Hallo zur Frankenschau aktuell. Überraschung kurz vor Ostern. Schuhgeschäfte durften spontan heute wieder aufmachen und zwar auch in Orten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Begründung: Schuhe gehören zur Grundversorgung, so wie Bücher, Lebensmittel oder eben zum Beispiel auch Babyartikel. In Tritt gekommen war das Ganze, weil ein Schuhhändler aus dem Raum Schweinfurt in Unterfranken geklagt hatte. Und so wurden heute einige Läden ja fast überrannt. In anderen ging es eher ruhiger zu. Nix wie raus mit den neuen Schuhen. Das Wetter über Ostern soll ja schön werden. Und irgendwo ja, hinfahren, viele Leute treffen, das ist ja nun eher schwierig. Denn anders als an Weihnachten gibt es diesmal keine gelockerten Kontaktbeschränkungen. Höchstens 5 Personen aus maximal 2 Haushalten dürfen sich sehen. Und Ansammlungen im öffentlichen Raum, wie es so schön heißt, sind grundsätzlich verboten. Die Polizei will das auch genau kontrollieren. Hier ein kurzes Update der Corona-Regeln an Ostern. Wir schauen nach Oberfranken in Hof. Da werden die Corona-Regeln ab morgen noch einmal verschärft. Sogar auf Spielplätzen gilt ab Karfreitag eine Maskenpflicht, eben auch für Kinder. Der Grund dafür: der extrem hohe 7-Tage-Inzidenzwert in Hof. Aktuell liegt er bei über 370 und das ist der höchste Wert in Bayern. Wir schalten live zu unserem Oberfranken-Korrespondenten Christoph Röder. Christoph, Maskenpflicht jetzt auch auf Spielplätzen. Was heißt das denn ganz konkret? Ich habe selber Kinder und stelle es mir schwierig vor, gerade bei den kleineren. Gab es denn schon Reaktionen von Eltern? Weil die müssen diese Maskenpflicht ja quasi ihrer Kinder überwachen. Aber das ist kein Hofer Phänomen aus meiner Sicht. Live-Eindrücke und Informationen von Christoph Röder aus Hof. Vielen Dank, Christoph. Hier gilt ab morgen auch eine Maskenpflicht auf den Spielplätzen. Ja, und nicht nur da auf diesen Spielplätzen wird in ganz Franken viel los sein. Generell zieht es die Menschen natürlich nach draußen, vielleicht ja auch auf die Kreuzwege in Franken. Die Gemeinde Elsenfeld bei Miltenberg, die hat sich dieses Jahr was ganz Besonderes einfallen lassen, um eben auch hier die Hygienevorschriften einzuhalten. Den Corona-konformen Kreuzweg. Wir starten unsere Nachrichtentour durch Franken. Was in den einzelnen Regionen heute Top-Thema war, das sehen Sie jetzt. Hier ist Franken kompakt. Vor knapp 2 Jahren, da jubelten die Nürnberger Falcons über viele Körbe und waren kurz davor, in die erste Basketball-Bundesliga aufzusteigen. Aber dann kam Corona und die ganze Mannschaft hat sich bei einem Spiel im November infiziert. Dazu auch noch Trainer, Schiedsrichter und die Betreuer. Ja, beim Gegner aus Hagen, da war offenbar ein Superspreader dabei. Die Folgen spüren die Nürnberger Basketballer bis heute. Das Haus Immanuel in Hutschdorf in Oberfranken, es ist eine Suchtklinik für alkoholabhängige Frauen. Über 2500 Patientinnen wurden hier schon behandelt seit der Eröffnung vor 10 Jahren. Jetzt soll ein Neubau her und das mit Hilfe von Crowdfunding. Ober-, Mittel- und Unterfranken in den Kurznachrichten, da fahren wir jetzt mit Ihnen einmal quer durchs Sendegebiet. Was wohl los war, hier kurz und knapp im Überblick. Es ist Frühling in Franken und alle wollen raus. Auch die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Seit einem Jahr, da haben ja gerade sie noch viel weniger Abwechslung und auch viel weniger Kontakte wegen Corona. Aber sie haben eben auch ein Recht auf den Wind im Haar. So hat es ein Schwabacher Pflegezentrum genannt, seine neue Aktion. Rentner werden hier seit kurzem mit der Rikscha herumgefahren und manche treten sogar selbst in die Pedale. Eine super süße Idee, Wind im Haar und vielleicht ja auch mal ein ganz anderes Krafttraining. Zum Glück und zum Schluss haben wir jetzt noch richtig gute Nachrichten für alle, nicht nur für die Altenheimbewohner. Das Osterwetter könnte kaum besser sein, nicht zu heiß, nicht zu kalt und auf jeden Fall trocken. Und ich hoffe, liebe Ulla Küffner, da gibt es dann auch keine Osterüberraschung oder haben sich ein paar Regenwolken versteckt in Franken? Dankeschön, Ulla, ab mit dir in den Feierabend. Du leuchtest ja heute.
heute so schön wie die Sonne. Es gibt viele kuschelige Plätze in Franken und einer davon ist das hier, die Esperhöhle in der Fränkischen. Das ganze Sendeteam der Frankenschau aktuell wünschen Ihnen entspannte und gemütliche Feiertage. Hier übernimmt jetzt Roman Röll mit der Abendschau. Und da ist heute Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier zu Gast. Wie es ihm persönlich und seinem Freilichtmuseum geht, gleich hier im BR-Fernsehen. Nächste Woche ist Charlie Hilpert für Sie da, dann ab Dienstag. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und bis bald.